Erster gegen Zweiter ist es am Samstag. Ist es auch das Duell der beiden besten Mannschaften in Deutschland? Ja, also klar, es ist das Topspiel jetzt am Wochenende. Ich glaube, zu den besten Mannschaften zählen noch mindestens Bayern dazu, aber auch Hoffenheim sehe ich noch nicht ganz verloren aus dem Rennen. Von daher, ja, Topspiel, Erster gegen Zweiter, mit einer super Bedingung, super Voraussetzung. Gunnar Meggers vom Kicker. Ja, hallo auch von mir. Macht es für euch eigentlich einen Unterschied von der Herangehensweise, ob ihr jetzt im AOK-Stadion spielt oder in der VW-Arena? Und Frage gleichzeitig an Dirk, wie viele Tickets sind jetzt schon weg? Ja, natürlich ist es einfach immer eine Ehre, in der VW-Arena zu spielen, einfach diesen Zuspruch vom Verein zu bekommen und unterstreicht auch einfach nochmal die Wichtigkeit des Spiels, auch für uns. Erwarten natürlich dann auch immer ein paar mehr Zuschauer als im AOK-Stadion. Von daher ja für uns auch immer ein besonderer Moment dort zu spielen, mit einer größeren Anspannung davor dann auch. Wir liegen jetzt etwa bei 10.500 verkauften Tickets und erwarten zwischen 14.000 und 15.000 am Samstag, Entschuldigung. Dann Daniel Hodok von der WN. Ja, hallo Merle. Ist es eigentlich ein besonderes Spiel für dich gegen deinen Ex-Verein und was verbindest du damit? Oder mit der Zeit in Frankfurt vielmehr? Ja, ist ein sehr besonderes Spiel für mich. Ich freue mich natürlich, die alten, bekannten Gesichter wiederzusehen. Nach dem Spiel mit ihnen zu sprechen, auszutauschen, dann verbinde ich natürlich viel mit der Zeit in Frankfurt. Ich habe da nochmal sportlich große Schritte gemacht, habe mich intensiv auf die EM vorbereitet und ja, die haben mir einfach den Weg bereitet und beste Vorbereitungsmöglichkeiten geboten. Waren sportlich jetzt auch nicht unerfolgreich. Das sind natürlich auch schöne Erinnerungen, die ich in der Zeit mit Frankfurt verbringe oder verbinde. Felix Schröder von der dpa. Ja, moin, ich hoffe, man hört mich. Bild ist leider wahrscheinlich schlecht. Ich finde es ein bisschen witzig, Merle, du bist immer noch auf der Eintracht Frankfurt-Seite als Torhüterin gelistet. Das scheint dich auch noch nicht so recht gehen lassen zu wollen. Aber jetzt vielleicht mal im Ernst. Also, es ist ja so, dass jetzt auch am Wochenende in Bremen und auch in Köln Zuschauerrekorde aufgestellt wurden. Erstmal, was bedeutet das für den Frauenfußball und vielleicht auch, inwiefern ist es vielleicht auch so eine Art WM-Boykott, der da irgendwann zum Tragen kommt? Und was kann der für den Frauenfußball auch bewegen? Ja, es ist natürlich schön zu sehen, dass es Normalität geworden ist, dass bei uns in der Liga die Stadien voller sind, dass mehr Zuschauer kommen, dass mehr Leute unseren Namen kennen. Also das ist für uns auch eine neue Situation, dass die Leute nach dem Spiel in Massen vor dem Bus warten, Autogramme haben wollen, Fotos machen wollen. Ja, ist einfach ein Verdienst unserer Leistung, unser jahrelang. Schwer zu sagen, vielleicht nutzen es einige, um zu sagen, okay, wir unterstützen jetzt dafür die Frauen umso mehr. Aber ich denke, Live-Spiele vor Ort anzugucken, ist immer noch mal was anderes, als vorm Fernseher zu sitzen. Aus Frankfurt noch nichts Neues, nehme ich an. Dann können wir hier gerne weitermachen. Sorry dafür. Gunnar nochmal. Ja, ihr habt jetzt alle Spiele gewonnen in der Bundesliga. Wo siehst du euch denn gerade und wie viel Potenzial habt ihr noch nach oben? Ja, sind natürlich wichtige Schritte oder in Richtung unserer Ziele, die wir uns vor der Saison klar gesteckt haben. Und ja, dann wussten wir natürlich auch, dass wir von Anfang an dominant auftreten müssen, um das zu erreichen, weil die Konkurrenz eben groß ist, dass es wirklich dann so eine Bilanz ist zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, haben uns wahrscheinlich gewünscht, aber jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, aber zeigt einfach, dass wir schon sehr guten Standard haben innerhalb der Mannschaft, dass wir sehr guten Fußball auf den Platz bringen. Aber klar kann man da immer noch an Kleinigkeiten feilen, dass wir unser Spiel noch mehr aufdrücken, noch konstanter werden, noch klarer zu Torchancen kommen. Also da ist noch Luft nach oben. Daniel Hodok nochmal. Ja, also im Grunde ist es ja ein Doppeltermin mit Sarah und dir. Was verbindest du denn mit ihr oder wie ist eigentlich eure Beziehung? Ja, wir sind gute Freundinnen, wir kennen uns schon lange im Rahmen der Nationalmannschaft. Ja, haben uns da von Anfang an gut verstanden, viel Zeit auch auf dem Zimmer verbracht, ausgetauscht.
ja, und dann natürlich das halbe Jahr in Frankfurt zusammen gehabt, dort auch viel unternommen mit den anderen Mannschaftskollegen noch. Also es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Felix Schröder. Ja, wenn ihr jetzt am Wochenende gegen Frankfurt gewinnt, ist der Abstand ja schon wieder ziemlich deutlich. Für euch wahrscheinlich natürlich gut, aber auch für den Rest der Liga sind das natürlich dann schon diese Spannung, die wir bis jetzt ja dann doch auch hatten mit Frankfurt. Was ist das für eine Gefahr für die Frauen-Bundesliga? Ja, in erster Linie gucken wir natürlich auf uns und auf unsere Ziele, die wir verfolgen. Und da sind einfach 3 Punkte am Wochenende ganz wichtig. Aber es ist natürlich auch einfach schön zu sehen, dass es innerhalb der Liga jetzt spannender wird, dass Frankfurt momentan Tabellenplatz 2 ist, was jetzt auch nicht unbedingt so zu erwarten war, zeigt einfach, dass in den Vereinen intensiv gearbeitet werden. Ich weiß, dass Strukturen in Frankfurt deutlich besser geworden sind, die Bedingungen. Und das macht oder zahlt sich jetzt aus und macht sich dann auch im sportlichen Erfolg bemerkbar. Andreas Pahlmann. Da würde ich dann gerne mal einhaken, Merle. Würdest du denn sagen, wenn du bei der ersten Frage gesagt hast, mindestens die Bayern gehören noch dazu. Frankfurt ist jetzt aktuell Zweiter, hat auch ein bisschen noch mit der Spielplan-Konstellation vielleicht zu tun. Aber auf Sicht für die Saison ist das dann vielleicht am Ende, kann es ein Dreikampf werden? Oder würdest du da Bayern und euch noch vorne sehen? Oder würdest du eher sagen, na, vielleicht kann Hoffenheim auch noch anreichen an die drei, die da jetzt oben stehen. Wie ist für die Konstellation insgesamt auch für den weiteren Verlauf der Saison? Ja, das würde ich in der aktuellen Phase noch nicht ausschließen. Dafür haben wir einfach noch zu viele Spiele, zu viel Liga vor uns. Bayern und wir fahren eine Dreifachbelastung nach wie vor. Das kann natürlich hinten raus auch nochmal Punkte kosten, mit denen man jetzt nicht unbedingt so gerechnet hat. Von daher, wir haben uns gegen Bremen extrem schwer getan, hatten auch ein bisschen Glück. Von daher kann man, ja, das einfach nie ausschließen, dass man da auch mal gegen vermeintlich schwächere Mannschaft irgendwie Punkte lässt und die können dann am Ende natürlich wehtun. Soll nicht mehr allzu lang dauern in Frankfurt. Dann überbrücken wir nochmal mit Gunnar. Ja, es neigt sich dann langsam dem Ende zu. Für dich ein sehr spannendes Jahr und erfolgreiches Jahr. Wie fällt dann deine persönliche Bilanz aus der letzten 11 Monate, sage ich jetzt mal? Ja, eine sehr gute Frage. Ich denke, da werde ich auch Richtung Jahresende nochmal das Revue passieren lassen und nochmal intensiver verarbeiten. War natürlich jetzt viel los, auch mit dem Wechsel nach Wolfsburg, dann nach der EM direkt irgendwie umgezogen, relativ schnell in die Vorbereitung gestartet. Es folgt irgendwie gefühlt einem Highlight dem nächsten, aber ich weiß natürlich, dass das ein sehr intensives Jahr für mich war, wo viel passiert ist, wo wir viel erlebt haben und rückblickend man auch sagen kann, das sind Highlights meiner Karriere und dass ich jetzt nochmal entscheidende Schritte in meiner Karriere gemacht habe. Hallo Sarah. Sorry, ich muss zu spät kommen, tut mir leid, stand im Stau. Können jetzt gerne auch natürlich die Fragen an Sarah entgegennehmen. Soll ich das näher machen oder passt das so? Herr Pahlmann? Hallo Sarah. Hallo. Naja, also ich glaube, dass Bayern auch immer noch sich zu den besten Mannschaften Deutschlands zählen darf, dass wir jetzt aktuell auf Platz 2 stehen. Das freut uns natürlich sehr, aber wir wissen auch, dass der FC Bayern München auch immer da oben mit dabei ist. Wir genießen diesen Moment, wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln, das haben wir am Anfang der Saison gesagt und dass wir jetzt da auf Platz 2 stehen, das ist meiner Meinung nach auch verdient. Wir leisten wirklich gute Arbeit, wir zeigen gute Spiele und auch gegen Bayern beim Eröffnungsspiel haben wir ein sehr gutes Spiel gezeigt und ich freue mich einfach wahnsinnig auf das Spiel und ja, freue mich auch Merle zu sehen, live. Lüge. Una? Ja, also
man muss gar nicht darüber sprechen, wie unfassbar stark der VfL ist. Ich habe es selbst erlebt, auch 3,5 Jahre lang erlebt, wie gut diese Mannschaft ist, was da für eine Mentalität in diesem Team steckt. Ich habe selten so eine Mannschaft gesehen, die in jedem Spiel, egal ob großer Gegner, kleiner Gegner, so fokussiert zu Werke geht. Und das merkt man auch im Training, das ist jeder Spielerin bewusst. Das lebt der VfL. Wir müssen einfach bei uns selbst bleiben und nicht versuchen, irgendwelche besonderen Wunderdinge zu machen. Einfach die Leistung, die uns auf Platz 2 gebracht hat und auch saisonübergreifend haben wir jetzt, ich glaube, 14 Spiele nicht oder 12 Spiele nicht verloren. Ich glaube, das letzte war das Heimspiel gegen Wolfsburg. Dass wir da einfach unser Bestmöglichstes geben und am Ende schauen wir, was rauskommt. Und ja, wie man jetzt den VfL schlägt, wenn ich das wüsste, dann ja. Ich kann einfach nur sagen, dass wir unsere bestmöglichste Leistung an den Tag legen werden, dass wir unser Bestes geben werden und was dann am Ende für uns rausspringt, das werden wir sehen. Felix Schritter. Ja, nein, Sarah, auch von mir bin ich leider nicht im Bild zu sehen. Aber jetzt geht es in die große Männerarena. Sind da schon mehr als 10.000 Tickets verkauft. Jetzt ist es ja so, dass am vergangenen Wochenende auch einige Spieler da Rekorde gebrochen haben, beziehungsweise einige Vereine, Werder und Köln. Inwiefern ist das vielleicht oder inwiefern profitiert ihr dann im Moment auch von so einem Katar-Boykott möglicherweise? Und wie sehr freust du dich einfach auch so auf die große Volkswagen-Arena? Ja, erstmal unabhängig vom Katar-Boykott glaube ich schon, dass wir uns durch die Europameisterschaft auch diese Bühne erarbeitet haben und diese Bühne verdient haben. Also jetzt wirklich mal ganz unabhängig davon. Natürlich spielt es gerade auch eine Rolle, dass viele Fans der Männervereine sagen, die wollen die WM-Spiele nicht schauen und auch gerne unseren attraktiven Fußball sich angucken. Kommt natürlich auch dazu. Aber ich bin trotzdem grundsätzlich auch davon überzeugt, dass wir auch durch unsere Europameisterschaft uns diesen Platz für diese Bühne selbst geschafft haben. Ja. Nochmal Japan. Sarah, eine Nachfrage dazu, weil ich nicht nachhalten konnte. Du hast hier nie in der Arena gespielt, oder? In deiner Zeit hier. Ich wurde schon von ein paar Mädels gefragt. In meinem ersten Jahr hatten wir so ein Benefizspiel. Es gab keine Zuschauer gegen unsere Grizzlies. Und das sind ja Eishockeyspieler. Das waren dann gemischte Teams, 2x10 Minuten. Das war das einzige Mal, dass ich dann in dieser Arena gespielt habe. Aber ich glaube, das kann man jetzt nicht werten. Also, es waren 2x10 Minuten. Wie ist das dann für dich, jetzt die Perspektive zu haben, in dem großen Wolfsburger Stadion zu spielen, in dessen Schatten du ja quasi hier über drei Jahre gearbeitet hast? Ich hatte ja schon im Januar, als wir dieses Testspiel gegen den VfL direkt nach meinem Wechsel hatten, hatte ich ja eine schnelle Rückkehr nach Wolfsburg. Aber jetzt ist es halt ein offizielles Testspiel in der Arena und ein Stück weit fühlt sich das schon an wie nach Hause kommen, weil ich wirklich meine besten Freundinnen in dieser Mannschaft habe, auch drumherum mir Kontakte aufgebaut habe und hatte, wie ich auch sonst immer erzähle, eine wundervolle Zeit in Wolfsburg. Und es ist schön, die Rückkehr offiziell dann auch in diesem großen Stadion zeigen zu dürfen, bestreiten zu dürfen. Das ist einfach cool. Daniel Hutt. Eine Frage an beide. Wie ist denn jetzt so eigentlich im Vorfeld der Kontakt untereinander? Gibt es da irgendwie so kleinere Frotzeleien oder? Blockiert. Ich habe eher blockiert, Merle hat es gesagt. Wir hören nichts, wir reden nicht miteinander. Nein. Also schreiben wir nicht miteinander, aber auch nicht über das Spiel. Nee, ich glaube, das ist auch so eine gewisse Natürlichkeit, dass man dann versucht, so vor dem Spiel, wenn man gegeneinander spielt, den Kontakt ein bisschen runterzufahren, weil beide dann nicht genau wissen, okay, was für eine Mission ist gerade dahinter. Aber ja, es ist natürlich klar, dass da keine Internas irgendwie bekannt gegeben werden. Genauso kann ich das auch nur wieder zurückgeben, wie Merle das gesagt hat. Also
bei aller Freundschaft, bei allem, was drumherum ist, am Ende spielen wir beide gegeneinander. Wir bitte mal alle die Mikros überprüfen. Hallo? Ja, jetzt ist besser. Besser. Wir spielen Fußball, wir spielen gegeneinander und in diesen 90 Minuten ist es halt so, dass wir wirklich uns wahrscheinlich auch mal anpöbeln, wenn es dazu kommen würde und alles dafür geben, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das Gleiche habe ich dann auch zum Beispiel mit einer Feli Rauch, ist eine meiner besten Freundinnen und ich würde die genauso anpöbeln wie alle anderen auf dem Platz. Deswegen vergisst man das dann, diese 90 Minuten und danach, ja unabhängig, wie dann das Spiel ausfällt, weiß man natürlich nicht. Freue ich mich natürlich auch alle zu sehen, aber während des Spiels ist das für mich ausgeblendet. Felix Schröter. Ja, jetzt habt ihr ja die Chance, auch dann sehr nah auf Wolfsburg oder andere Wolfsburg wieder ranzukommen mit einem Sieg. Trotz der unfassbaren Serie der Wolfsburgerinnen, habt ihr euch mal so Spiele auch wie gegen, weiß ich das, in Bremen 2-3 oder auch in Rom, das so ein bisschen knapper ausgefallen ist im Gegensatz zu vielen anderen, habt ihr euch solche Spiele auch nochmal genauer jetzt angeguckt? Oder wie bereitet ihr euch? Klar werden die Spiele von Wolfsburg analysiert, genauso wird der VfL unsere Spiele analysieren. Ich sage zwar immer, oder wir werden immer auf Dinge vorbereitet und wie der Gegner spielen könnte und was auf uns zukommen könnte, dass wir einfach einen Plan haben. Aber letztendlich fängt ja jedes Spiel, es hört sich jetzt auch so wie eine Floskel an, bei Null an. Und ich glaube, dass jedes Spiel gespielt werden muss, dass jedes Spiel seinen eigenen Charakter hat, gerade in der Arena, Erster gegen den Zweiten, dass man da jetzt nicht sagen kann, okay, oh, Wolfsburg hat sich schwer getan gegen Bremen, oh, die haben nur unentschieden gegen Rom gespielt. Ich glaube, wir würden nicht gut tun, zu viel Wert auf diese Spiele zu legen, sondern wie ich ja auch vorher gesagt habe, dass wir einfach uns auf uns konzentrieren und wir unser Bestmöglichstes geben und es dem VfL so schwer wie möglich machen und dann werden wir schauen, was am Ende für uns rausspringt. Und gleichzeitig kann man ja auch sagen, oh, wir haben ja auch nur 3-2 gegen Duisburg gewonnen. Und wenn man sich das Spiel anschaut, hätten wir eigentlich auch 6-7-0 gewinnen können. Oder auch jetzt gegen Leverkusen in der 94. Minute erstes Freistoßtor. Und anhand der Chancen war es ja auch ein anderes Spiel. Deswegen, ja. Una? Sarah, es gab ja bei euch abseits des Spielfeldes auch eine größere Veränderung. Sigi Dietrich ist nicht mehr da. Hat das irgendwie Einfluss genommen auf euch als Mannschaft oder bleibt das von euch weit weg? Nein, gar nicht. Also natürlich ist Sigi Mr. Eintracht, Mr. FFC Frankfurt. Was er für den Verein geleistet hat, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Und ich hatte ihm auch eine Nachricht geschrieben und habe ihn mit Bernd Schröder verglichen. Also Bernd Schröder ist für mich das Gesicht von Turbine Potsdam und Sigi Dietrich ist es für mich immer gewesen, seitdem ich 18 bin, von Frankfurt. Hat uns im Vorfeld benachrichtigt, wie es jetzt weitergeht, schreibt uns aber auch vor jedem Spiel, dass er uns die Daumen drückt, dass er immer voll dabei ist. Also wir wissen, dass er im Herzen immer da ist, wir kriegen seine Nachricht und es ist schön von ihm zu hören, aber so hat es uns nicht beeinflusst, nein. Daniel, Hessischer Rundfunk. Ja, leider bei mir auch ohne Bild, sorry dafür. Jetzt neigt sich das Jahr ja so ein bisschen dem Ende entgegen mit einem sportlichen Höhepunkt, jetzt auch nochmal der Partie gegen Wolfsburg. Sarah, wenn du jetzt auf das Jahr nochmal zurückblickst, der Eintracht, mit all dem, was war, Champions League Qualifikation, auch wenn sie dann bitter geendet ist mit dem Last-Minute-Gegentor, Europameisterschaft, jetzt der Super-Hin-Serie bis hierhin. Was sind so die Gedanken und vielleicht auch diese Leuchtturm-Events im Eintracht-Jahr, die dir so als erstes in den Kopf kommen? Erstmal würde ich sagen, dass diese Saison schon eine Achterbahnfahrt war. Dass wir am letzten Spieltag erst klar gemacht haben, dass wir uns für die Champions League qualifizieren. Dann kam eine wirklich coole, tolle Europameisterschaft. Dann gab es diese Champions League Quali, und wo man sehr, sehr unglücklich ausgeschieden ist. Man spielt gegen Bayern, das nächste Highlight-Spiel steht vor der Tür, man macht ein super Spiel, spielt unentschieden zu Hause, nimmt diesen Flow mit. Dann kommt das Pokalspiel gegen Leipzig, wo man rausfliegt. Jetzt kommt das nächste Highlight-Spiel. Also das ist schon wirklich wie so eine Achterbahnfahrt. Immer spannend.
immer neue Dinge, an die man, ja, an denen man lernt. Ich sage jedes Mal, glaube ich, nach so verlorenen Spielen, ich dachte, ich habe alles in meiner Karriere gesehen, aber jetzt kommt wieder was dazu. Und es ist einfach wirklich ja, spannend. Man merkt oder man weiß, dass wir in bestimmten Momenten schon noch eine junge Mannschaft haben, aber genau an diesen Momenten wächst die Mannschaft. Und das ist einfach cool zu sehen, wie wir nach solchen Niederlagen dann auch zurückkommen. Daniel? Ja, gleiche Frage dann auch nochmal Richtung Merle, die ja zumindest einen Teil des Fußballjahres 2020 in Frankfurt mitgemacht hat, in der Vorsaison. Geht dann ein Blick schon noch auch so ein bisschen nach Frankfurt, um dann zu sehen, was aus der Vorarbeit sozusagen, wo du mit beteiligt warst, geworden ist, in Anführungsstrichen, was darauf jetzt aufgebaut hat dieses Jahr? Sag jetzt das Richtige. Was genau? Hast du Stichwort? Nee, also klar denke ich insbesondere dann an die letzten Wochen bei der Eintracht, weil da einfach nochmal viele Emotionen im Spiel waren, viele Highlights auch. Wir waren mit in Barcelona, haben das Spiel der Männer angeschaut, wir waren mit in Sevilla, konnten da den Europacup-Sieg mitfeiern und da hat man einfach ja, eine ganz besondere Verbindung in dem Verein gespürt, eine Wertschätzung. Dann hatten wir den Erfolg, dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben. Konnte ich jetzt leider in diesem Jahr nicht mitwirken, aber natürlich war es einfach mein Ziel, dass ja, die Arbeit in Frankfurt einfach vernünftig abzugeben und zu übergeben. Und freut mich für die Mädels, dass sie jetzt einfach die Arbeit, die sie reingesteckt haben, teilweise natürlich ernten es bitter mit dem Champions League aus und jetzt im Pokal so früh auszuscheiden. Aber ich denke, zweiter Tabellenplatz ist jetzt einfach eine super Ausgangslage, die sich die Mädels verdient haben, die nicht von ungefähr kommen und die einfach viel Hoffnung jetzt für die restliche Saison noch geben. Katja Sturm, Frankfurter Rundschau. Ja, Sarah, erst noch mal ganz kurz, wie ist denn sonst dein Kontakt oder wie hältst du den Kontakt mit deinen Freundinnen in Wolfsburg und wann hast du jetzt damit aufgehört? Ich schiebe dann gleich noch eine Frage hinterher, aber vielleicht erst mal dazu. Ich habe gar nicht aufgehört, dass der Kontakt abbricht oder wir. Und das waren wirklich 3,5 tolle Jahre. Ich habe ja schon gesagt, ich habe echt meine besten Freundinnen in Wolfsburg gefunden. Fußball ist immer sehr temporär und für den Moment ist man immer, man sieht mit sich öfter als die eigene Familie und wenn man dann den Verein wechselt, dann lebt sich das auch auseinander oft. Man ist zwar immer herzlich zueinander, aber so richtig tiefe Freundschaften, finde ich, entwickeln sich im Sport sehr schwer, aber in Wolfsburg habe ich wirklich, ja, sage ich, beste Freundinnen fürs Leben gefunden und jetzt mit den Mädels haben wir auch schon wieder Silvester geplant. Wir sind für 4 Tage über Silvester weg. Der Kontakt ist gar nicht abgebrochen. Ich war eine Woche hier in Wolfsburg und habe direkt einen Besuch von den Mädels bekommen. Ich bin in Wolfsburg. Also ja, der Kontakt ist immer noch da. Ich finde jetzt vor allem, wir sagen eigentlich auch vor dem Spiel sozusagen, also tauscht ihr euch sonst vielleicht auch über sportliche Dinge aus und wie habt ihr das diesmal gemacht? Oder wann habt ihr gesagt, okay, ab jetzt ist Fokus auf das Duell? Nein, über das Spiel reden wir gar nicht. Wir sagen eher, oh, man freut sich, sich zu sehen. Boah, ich freue mich so auf Samstag, das wird echt schön. Über das Spiel reden wir gar nicht. Warum auch, so wie Merle das ja auch eben gesagt hat, man wird da jetzt keine Interna verraten und es gibt uns gegenseitig jetzt auch nichts, über das Spiel zu sprechen. Also die werden mir jetzt nicht sagen, oder auch eine Merle wird mir nicht sagen, wie aufgestellt wird, was die Taktik ist, wenn ich sage, und fühlst du dich gut fürs Spiel? Genauso ist es umgekehrt auch so. Da wird gar nicht über das Spiel gesprochen. Sprecht ihr denn sonst über die Spiele? Ja, ja. Also ich verfolge, glaube ich, wenn ich kann, fast jedes Spiel vom VfL, sei es Champions League oder in der Liga, wenn es passt. Bin da auch immer noch mit Herzen dabei, das kann ich auch sehr ehrlich sagen. Und umgekehrt ist es auch so, also auch nach dem Ausscheiden gegen Leipzig habe ich direkt Nachrichten bekommen und egal worum es geht, dann kommt, ja, ihr habt echt gut gespielt, oh, schade mit der Niederlage. Also das ist schon, dass man sich dann gegenseitig schreibt, das passiert schon, ja. Wenn ich darf, würde ich gerne genau dazu noch mal was fragen. Ihr seid ja so ein bisschen leider bekannt dafür, gerne mal Chancen auszulassen. Momentan, jetzt kommt mit Wolfsburg natürlich ein Spiel, wo man genau das nicht machen darf. Was ist denn vielleicht auch gerade noch mal in den letzten 2 Wochen genau in der Hinsicht passiert? Auch am vergangenen Wochenende hat es ja eigentlich fast unnötig spannend gemacht.
Was macht man da im Training? Wie versucht man das? Ja, erstmal glaube ich wirklich, dass niemand absichtlich irgendwie Chancen vergibt oder irgendwas. Und ich sage auch zu den Mädels, das ist eine Qualität, sich diese Chancen zu erarbeiten. Von hinten heraus, sei es aus der Abwehr, Mittelfeld, was auch immer, um diese Aktionen einzuleiten. Das ist eine Qualität. Wir erarbeiten uns in vielen Spielen viele Chancen, hundertprozentige Chancen. Und da muss man auch erst hinkommen. Das ist eine Qualität, die wir auf jeden Fall haben. Und ja, die Spielerinnen, die dann vorne spielen, ich weiß nicht, ob man sich dann vielleicht ein bisschen zu viel Druck macht. Ich bin keine Stürmerin, ich kann das nicht bewerten, was da in einem vorgeht, was auch nicht vorgeht. Wir wissen aber auch, wie gesagt, dass dann gegen den VfL wahrscheinlich nicht so viele Chancen kommen werden, aber dass wir an uns glauben, dass wir die Qualität haben, uns auch Chancen herauszuspielen und in dem Spiel einfach sowohl hinten als auch vorne sehr konsequent agieren müssen. Una? Ja, Frage an beide. Wie geht's denn Samstag aus? Sollen wir Lotto spielen? Ja. Oder ja. Wenn wir es wüssten, gehen wir Lotto spielen. Ich glaube, die Antworten sind klar, oder? Dass wir uns da nicht einig sind. Ja, so sieht es nämlich aus. In der Befürchtung, dass wir keinen konkreten Ergebnistipp hören werden, aber vielleicht so ein bisschen, wie das Spiel verläuft. Jetzt haben wir hier zwei Defensivspezialistinnen sitzen. Ist die Defensive dann auch der Mannschaftsteil, der das Spiel am Samstag potenziell gewinnt? Merle? ja, also ich lege natürlich immer also größten Fokus auf die Defensive, einfach um zu gucken, dass ich da alle im Griff habe, dass wir mit der Abwehr gut ins Spiel kommen, dass die Kommunikation stimmt. Wir wissen, dass wir nach vorne einfach genügend Kreativität und Qualität haben, um da immer mal Überraschungen oder auch uns Chancen zu erarbeiten. Von daher ja, werde ich einfach darauf achten, dass hinten alles steht, dass wir da nichts zulassen und wir einen guten Tag haben. Ja, so kann ich es eigentlich auch sagen. Ich habe ja gerade gesagt, wir sind eine Mannschaft, die sich auch immer wieder gute Torchancen erarbeiten kann, wissen aber auch um die Qualität der Wolfsburgerin, gerade auch bei Standards und in der Offensive, dass wir da, wie ich auch gesagt habe, einfach in jeder Situation, in jeder Aktion konsequent sind und ja, wenn wir kein Tor zulassen, haben wir ja schon mal mindestens einen Punkt. Also schauen wir mal. Andreas Palmer. Sie sind, glaube ich, noch stumm. So, müsst ihr nicht mehr Lippen lesen, jetzt hört er mich auch. Ich habe noch mal eine Frage, die vom Spiel weggeht und dann eher unter der Überschrift steht, wo ihr beide gerade schon mal da seid. Stefanie Frappard pfeift morgen das deutsche WM-Spiel der Männer. Jetzt fand ich, hat Tabea Kemmel was sehr Schönes dazu gesagt bei Magenta, indem sie sagte, naja, es wäre halt schön, wenn wir darüber gar nicht mehr reden müssten und das sozusagen ein Stück weit auch Normalität ist. Jetzt ist es aber eine Schiedsrichterin, die ihr, glaube ich, auch beide kennt, auch aus Länderspielen, internationalen Spielen. Ist sie eine Schiedsrichterin, an die ihr besondere Erinnerungen habt, die auch für euch als Spielerin als besonders gute Schiedsrichterin gilt, oder ist es eher so, dass euch die Schiedsrichterinnen in der Regel egal sind, die euer Spielfall? Also ich glaube, Spanien meine ich, war jetzt bei der EM, Schiedsrichterin, bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Ja, könnte ich jetzt tatsächlich auch nicht aus dem Stegreif sagen. Also ich muss sagen für mich, dass ich nicht immer auf dem Schirm habe, wer uns gerade pfeift oder ob wir denen schon mal begegnet sind oder schon Erfahrungen gemeinsam haben, ist tatsächlich echt ein Faktor, der mich recht wenig beeinflusst. Aber es ist natürlich einfach ein super Zeichen, dass sie jetzt ein WM-Spiel pfeifen wird. Natürlich wäre es schön, irgendwann da anzukommen, dass es Normalität ist, dass man es nicht mehr explizit erwähnen muss. Aber es ist auch einfach Fakt, dass wir so weit noch nicht sind. Von daher ja, ist es einfach wichtig, da jetzt drüber zu reden, das in den Fokus zu stellen. Und auch einfach die notwendige Unterstützung zu geben. Wir mussten auch jahrelang dafür kämpfen, um das Standing jetzt zu erreichen. Und das ist auch in vielen anderen Ebenen einfach noch notwendig. Ja, das sind alles jetzt kleine Schritte, die aber sehr groß sind, die in die richtige Richtung gehen. Und ja, auch wie Merle und auch Tabea gesagt haben, es wäre schön, wenn man irgendwann dahin kommt, dass es nicht mehr so besonders ist, aber Stand jetzt ist es noch etwas Besonderes, deswegen muss man darüber sprechen und es ist ein
kleiner, großer Schritt in die richtige Richtung. Lara, du hast aber jetzt auch keine besonderen Erinnerungen in irgendeiner Form, dass du sagst, Mensch, die hat mir mal... Also ich schimpf mit allen Schiedsrichterinnen gleich, deswegen...